kann das nicht. Du kannst das nicht? Erwachsen werden hat auch was mit Wachsen zu tun. Bei mir wünsche ich mir, dass meine Erfahrungen und Erkenntnisse noch wachsen. Hey! Jawohl! Jawohl! Hoch! Jawohl! Hoch! Sag nochmal, was ist das? Okay, wie findet ihr das, dass Hannah hier mitmacht? Man möchte vermutlich erwachsen werden, weil man dann denkt, dass man die Verantwortung über sich selbst hat und nicht mehr auf andere hören muss. Hey Mette, ich habe dich lange nicht mehr gesehen. Naja, so ist das bei Corona. Du hast dich aber verändert. Verändert? Du bist größer geworden. Naja, du siehst gut aus. Du bist erwachsen geworden. Ach so, das meinst du. Ja, ist einfach so gekommen. Ja, bei mir auch. Manches kommt einfach so. Dass dein Körper wächst, dass deine Seele wächst. Und anderes musst du selbst machen. Was zum Beispiel? Ach, Papa meinte gestern, wenn man erwachsen sein will, dann muss man auch Verantwortung übernehmen. Wann hat er das denn gesagt? Als du dein Zimmer nicht aufräumen wolltest? Als du deinen Pferdestall ausmisten solltest? Mette, du bist jetzt in einem Alter, wo du auch mal selbst entscheiden musst. Du musst deinen Weg finden. Und du schaffst das auch. Ja, so ähnlich. Und ich habe gedacht, hey, erwachsen werden ist auch manchmal nicht so einfach. Manchmal ist unser Leben wie ein Supermarkt. Es gibt so viele Angebote, hunderte. Man muss auswählen, mache ich das so wie meine Eltern oder anders? Nehme ich den Ratschlag von Oma oder den vom Freund? Glaube ich das so wie die meisten oder nicht? Das stimmt schon, früher haben andere entschieden. Was wir essen, was wir anziehen, wo wir wohnen, wie wir getauft werden, zu welchem Kindergarten wir gehen. Jetzt entscheiden wir immer mehr selbst. Und überlegst du, ob du erwachsen werden willst? Klar will ich. Wirklich? Vielleicht, meistens. Ums Erwachsenwerden geht es heute. Ums Erwachsenwerden im Leben und im Glauben. Schön, dass ihr da seid. Vom Fernseher, vom Laptop, am Handy, in Ahlerstedt oder sonst wo. Wir sind miteinander verbunden. Gott wollen wir auch begrüßen. Darum beten Lillian und Melvin jetzt mit uns. Wir beten mit Worten aus Psalm 139. Gott, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, so bist du um mich, alle meine Wege. Mein Papa im Himmel, du kriegst alles mit, alles, was um mich ist, was in mir ist. Von hinten und von vorn, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich habe keine Angst davor, denn du meinst es immer gut, immer. Wie könnte ich vor dir weglaufen? Wenn ich in den Himmel fliege, bist du da. Mache ich mir ein Bett bei den Toten, da bist du auch. Nach Australien ausreisen, mit der Rakete zum Mond, mich unter der Decke verkriechen, sterben und tot sein, egal was passiert, du bist immer dabei. Manchmal fühle ich mich wie in einem Käfig. Manchmal denke ich, kein Ausweg, ich bin total im Dunkeln. Und doch ist das Dunkel nicht dunkel bei dir. Du hast mich gemacht, mein Körper und meine Seele. Im Bauch meiner Mutter hast du mich geformt. Du hast mich gezeichnet, du bist der Autor meiner Lebensgeschichte. Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben, die schon waren und die noch kommen. Du siehst mich, wenn ich von großen Dingen träume, die in der Zukunft liegen. Und du kennst auch die Abgründe meines Lebens, wo ich in der Vergangenheit schon überall reingerutscht bin. Alles, was ich sonst niemandem zeigen mag,
Ich brauche vor dir keine Maske zu tragen, denn du guckst mich mit den Augen der Liebe an. Du hast einen Plan für mich. Je mehr ich dich kennenlerne, desto mehr machst du mich heil. Je mehr ich einfach sein darf, desto mehr zeigst du mir meinen Wert. Mein Gott, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Ich check das jetzt. Manchmal fällt es mir schwer, das zu glauben, aber du sagst mir ja immer wieder... Du bist wunderbar gemacht. Du bist mein Wunschkind. Mein Wert liegt nicht darin, dass ich dies und das kann oder dass ich dies und das besser kann als andere. Du bist wunderbar gemacht. Ich habe mir etwas dabei gedacht, als ich deine Geschichte schrieb. Du bist mein Kunstwerk. Ich bin gewachsen und so wachse ich immer weiter, wenn ich mit dir befreundet bin. Du bist mein Kunstwerk. Ich danke dir, Papa, dass du mich einzigartig gemacht hast. An mir selbst erkenne ich, was du tust, ist ein Wunder. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf dem bösen Wege bin und leite mich auf dem ewigen Wege. Amen. Ganz ehrlich, ich denke da meistens nicht drüber nach. Aber es ist schon cool, dass es diesen Tag gibt. Stell dir mal vor, es würde ihn nicht geben. Oder stell dir mal vor, wir hätten nicht Corona, sondern wie viele anderswo Krieg und Hunger. Jeder Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag ist eine Chance zu wachsen. Jeder Tag ist eine Möglichkeit, mit Gott befreundet zu sein. Sein Herz für ihn zu öffnen. Davon handelt das erste Lied. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, ach, der ist nicht als klein. Es ist nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg, ach, der ist nicht als klein. Hoch, 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 Melvin, hoch! Jawohl, Melvin! Gut! Pepe! Pepe Grande! Schon größer als ich, können wesentlich besser mit dem Computer umgehen, deutlich schneller ein Handy bedienen und spielen auf jeden Fall besser Fußball. Bravo, Norbert! Oh, Tammo! Manche von euch Mädchen sind öfter geschminkt als meine Frau, sind richtig gut in Faustball, in Fußball und haben schon was gewonnen, kennen sich gut aus in Klimakatastrophe und Nachhaltigkeit. Und haben in ihren Beziehungen schon ganz tiefe Erfahrungen gemacht.
ihr seid ganz schön gewachsen und bald erwachsen. Und das ist damit verbunden, dass ihr eure eigene Meinung findet, euren eigenen Stil leben könnt. Cooler und? Ihr seid was? Schöner. Ach, schöner, wow. Verantwortung übernehmt, selbst entscheidet. Geht euch das so? Manchmal ist das Erwachsenwerden mit ganz komischen Gefühlen verbunden. Oh, mein Körper verändert sich so. Und meine Eltern sind echt in einem schwierigen Alter. Und soll ich jetzt Papas Meinung oder Mamas Meinung oder die Meinung von meiner Freundin übernehmen? Ich will doch meinen eigenen Weg gehen. Wie sehe ich eigentlich aus in der Konfirmationskleidung? Manche Typen, die stellen nach außen hin viel mehr dar, als innerlich schon gewachsen ist. Warum? Weil sie selber mehr, größer, erwachsener sein wollen. Oder weil andere, vielleicht ihre Eltern, sie dazu machen wollen. Und manchmal fühlt man sich gar nicht so wohl in seiner eigenen Haut. Passt das zu mir? Bin das ich? Ich wollte nie erwachsen sein, singt Peter Maffay. Man kann es natürlich verstehen, weil sie halt nicht diese ganze Verantwortung tragen wollen. Oder sie möchten nicht wie ihre Eltern werden. Als Erwachsener ist er nach außen hin hart wie Stein. Und das strengt an. Als Erwachsener ist er auch innerlich verletzt, aber darf er das zeigen? Als Erwachsener sind schon so viele Träume verschütt gegangen, die er früher mal hatte. Und irgendwo tief in mir bin ich ein Kind geblieben. Aber wo kann ich das mal ausleben? Wo kann ich das mal zeigen? Und wenn ich dieses Kind in mir dann irgendwann gar nicht mehr spüre, dann ist es zu spät. Will man auch Auto fahren? Vermutlich. Will man noch länger wegbleiben dürfen? Vermutlich, ja. Janne, muss man ein bestimmtes Alter haben, um erwachsen zu sein? Ich finde, man muss kein bestimmtes Alter haben, um erwachsen zu sein. Sie hat das Kind in sich gelebt. 2 mal 3 macht 4, wiede, und 2 macht 9. So ein Quatsch. Aber es stimmt in der Welt von Pippi. Sie kann ein Pferd tragen, schneller als ein Auto laufen. Sie hat Tiere in ihrer Wohnung wohnen. Sie hat keine Angst. Und sie kann erwachsenen Beine machen. Und ich habe gelesen, das ist erstaunlich, mit dieser ihre Art zu leben, mit dieser Lebensfreude, mit diesem Mut, ist sie ein Vorbild geworden für viele Generationen von Mädchen und Frauen und Männern. Wer Pippi guckt, der erfährt, ey, so möchte ich auch sein, so frei, so gewachsen. Hilfe, meine Eltern sind in einem komischen Alter. Janne, wann hast du deine Eltern in letzter Zeit auch mal komisch erlebt? Nur bei kleinen Streitereien, bei denen wir uns vielleicht nicht immer einer Meinung waren, aber ich muss zugeben, am Ende waren sie dann eigentlich doch immer im Recht. Ich dachte, du wolltest sagen, ich muss zugeben, am Ende waren sie dann doch immer meiner Meinung. Jungs denken manchmal, sie wären erwachsen, wenn sie stark und cool sind. Dann markieren sie einen starken Mann, das finde ich. Ich denke, das ist irgendwie unerwachsen, weil wenn man ja nur so tut, dann ist es einerseits nicht man selbst. Und selbst wenn man so cool wäre, dann ist das ja kein Erwachsensein oder Weisheit. Es gibt eine Psychologie, die beschäftigt sich mit dem Kind im Manne. Mit dem Kind im Manne. Und ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Hat nicht Jesus gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht das Leben genießen, dann könnt ihr den Sinn des Lebens nicht finden, dann könnt ihr nicht in den Himmel kommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das finde ich interessant. Wenn Jesus gefragt wird, was wirklich wichtig ist, dann stellt er keinen Professor in die Mitte, sondern ein Kind. Im Fernsehen sehe ich viele Erwachsene, die im Dschungelcamp mitmachen, finde ich. Okay, wenn Sie das wollen. Die bei Germany's Next Topmodel mitmachen, finde ich. Einerseits mutig, dass sie ihren Körper so der ganzen Welt oder dem ganzen Land zeigen, auch wenn sie oft vermutlich falsche Werte vermitteln. Lernt von dem Kind. Was meint Jesus? Lernt doch mal neu zu staunen darüber, wie die Welt gemacht ist. Lernt doch mal, dass ihr euch beschenken lassen könnt. Auch im Glauben, dass das Leben und das Glauben ein Geschenk ist, nicht eure Leistung.
dass Gott euch den Himmel schenken will. Und lernt doch mal, was das heißt, zu vertrauen. Ich vergesse das nicht. Meine Kinder liefen dann rechts auf der Mauer und sprangen einfach runter. Warum? Weil sie dachten, ich vertraue doch Papa, der fängt mich immer auf. Und sie sprangen auch runter, wenn ich gar nicht gesagt hatte, dass sie springen sollten, weil ihr Vertrauen so groß war. Wenn ihr nicht vertraut wie die Kinder, wenn ihr euch nicht so fallen lassen könnt bei Gott. Allerdings, da kann auch was faul sein, wenn einer nicht erwachsen werden will. Wenn einer mit 20 nur Angst hat vor einer Freundschaft. Wenn einer mit 25 sich für keinen Beruf entscheiden kann und interessiert. Wenn einer mit 30 sich nicht traut, mal einen Fehler zu machen, weil dann die Leute ja reden. Wenn einer mit 35 es immer noch braucht, dass Mama ihm die Unterhose und das Hemd hinlegt. Dann fragen Entwicklungspsychologen, ist da beim Wachsen irgendetwas falsch gelaufen? Das ist doch nicht ganz reif. Haben die Eltern geklammert oder waren sie zu lieb? Oder hat dieser Mensch irgendetwas Schlimmes erlebt, sodass er sich nicht entfalten konnte? Da sagt mancher Vater, Mensch, werd doch endlich mal erwachsen. Da sagt manche Mutter, du, mit Hotel Mama ist jetzt aber mal Schluss. Auch der Glaube ist was zum Wachsen, zum Reinwachsen. Irgendjemand hat dir da etwas von Gott beigebracht. Ein Jugendmitarbeiter, eine CD, eine Fernsehsendung, eine Bible-App. Vielleicht hast du am Kinderchor teilgenommen, bist mal auf einer Freizeit mitgewesen. Irgendjemand hat dir da etwas von Gott beigebracht. Und du hast vielleicht gehört, das ist gar nicht so blöd, an Gott zu glauben. Guck mal, wenn hier die Erde ist und da die Sonne, wäre die Sonne ein ganz klein bisschen dichter dran, würde hier alles verkohlen. Wäre sie ein bisschen weiter weg, würde alles erfrieren. Die ganze Welt ist so genial gemacht, dass man überlegen kann, muss das nicht jemand gemacht haben? Ein Erfinder, ein Macher, ein Gott? Und der hat nicht nur die große Welt genial gemacht, der hat dich genial gemacht, du bist sein Wunschkind. Und als er dich machte, hat er sich im Himmel hingesetzt und hat sich kreativ Gedanken gemacht, wie will ich diese Person machen? Die soll mal anders sein, die soll mal echt genial sein. Ein Kunstwerk. Und wie wenn man ein Samenkorn in die Erde legt, wurde dieser Gedanke an Gott in dein Herz gelegt. Und du hast gehört irgendwie von Jesus, dass der auf die Erde gekommen ist, damit wir von Gott wissen, damit die Menschen Gott menschlich erfahren, sonst wüssten wir ja nicht so viel von ihm. Und du hast gehört, dass er am Kreuz alle Fehler, die wir machen, ausradiert hat. Und dass er eine Sehnsucht hat, dass wir alle in den Himmel kommen, dafür ist er an Ostern auferstanden und hat die Tür aufgemacht. Und so ist dieses Samenkorn in der Erde weich geworden und aufgegangen, hat gekeimt. Und du hast gehört vom Heiligen Geist, dass der etwas anderes ist, als wenn deine Kinder nachts um 12 Uhr im Bettlaken durch die Gegend laufen und huh machen. Sondern dass der dich begeistern will, dass der in dir leben will, dass der dir Kraft gibt, dass der Gott in dir ist, der dir Vertrauen schenkt, fröhlich nach vorne zu leben. Und dieses Samenkorn ist irgendwann zu einer kleinen Pflanze geworden. Und du würdest sagen, ja, irgendwie bin ich auch gewachsen. Erwachsen werden ist auch schwer, weil man lernen muss, Verantwortung zu übernehmen und auch schwere Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Als vor nicht allzu langer Zeit Emma und Nina und Josh und Amos und all diese anderen konfirmiert worden sind, haben wir so eine kleine Aktion gestartet, dass die kurz vor ihrer Konfirmation mal erzählen sollten, was bei ihnen gewachsen ist. Und ein paar von diesen Berichten waren auch im Gemeindebrief. Das war für mich total spannend. Wenn da so jemand erzählt, ja, also als ich anfing, meine Eltern hatten nichts dagegen, aber hatten auch nichts für den Glauben und ich hatte noch ganz viele Fragen und die konnte ich im Unterricht stellen und das war auch irgendwie logisch für mich. Ich hatte ganz viele Zweifel, wie ist die Welt denn entstanden und warum eigentlich Jesus und wie lebt man das und wie gehe ich damit um, dass die Kirche doch auch Fehler gemacht hat. Und diese Fragen wurden mir von den Jugendmitarbeitern und auch im Unterricht so gut beantwortet, ey, ich will jetzt Christin sein. Ich will jetzt wirklich Christin sein und ich möchte auch Mitarbeiterin werden in unserer Gemeinde. Wie ist bei diesen Leuten was gewachsen? Okay, sie haben Informationen über Gott bekommen, aber es ist auch gewachsen, indem sie ehrlich geworden sind. Ehrlich ihr Herz Gott gegenüber geöffnet haben.
ehrlich Fragen gestellt haben, ehrlich Zweifel geäußert haben und angefangen haben, was auszuprobieren und immer wieder auch Vorbilder getroffen haben, die ihnen was erklären konnten und die etwas vorgelebt haben. Ein Konfirmand sagte, mir hat geholfen, dieser Gedanke, jeder hat doch letztlich einen Glauben. Wenn Glauben Vertrauen bedeutet, das bedeutet es ja, dann vertraut doch jeder auf irgendetwas, dann hat doch jeder einen Glauben. Das hat mir geholfen, dass ich überlegt habe, ja, welchen Glauben will ich denn? Eine andere sagt, mir hat geholfen, dass ich ja ständig an Dinge glaube, die ich nicht sehe. Ich glaube an die Luft. Ich sehe sie nicht. Aber ich sehe, was sie bewirkt. Ich glaube an meine Seele, dass ich sie habe, obwohl kein Doktor sie beweisen kann, wenn ich ins Krankenhaus gehe. Ich glaube an die Liebe. Erwachsenwerden hat mit Liebe zu tun. Der Körper verändert sich, man entdeckt sich und den anderen ganz neu. Man verliebt sich. Wenn ich an die echte Liebe denke, dann... Das ganze Leben mit dieser Person zu verbringen. Und anderer sagt, das hat mir irgendwie eingeleuchtet, wenn ich in einen Bus steige, dann frage ich den Busfahrer ja auch nicht erst, ob er gesoffen hat oder ob er einen Führerschein hat und ob die Radmuttern angedreht sind, sondern ich vertraue, ich steige einfach ein. Und wenn ich was esse bei McDonald's, dann beiße ich einfach rein, ohne zu gucken, ob da Gift drin ist. Ich vertraue mich so durchs ganze Leben. Und dann kann ich doch auch überlegen, wie ist das eigentlich mit Gott? Lohnt sich das vielleicht, dem zu vertrauen? Aber welcher Gott und welcher Glaube ist denn der Glaube, der mich trägt, der richtig ist? Darüber wollen wir im nächsten Gottesdienst nachdenken, Jesus und die Weltreligion. Eine andere Person sagte, du, weißt du, was mich am allermeisten begeistert hat in der Konfirmandenzeit, sind die Teamer, die Jugendmitarbeitenden. Also, dass die freiwillig ihre Zeit zur Verfügung stellen, dass die Spaß daran haben, über Glauben nachzudenken, dass die nicht komisch wirken und dass die sich wirklich für mich interessieren. Das hat mich echt begeistert. Wie ist da was gewachsen? Okay, du hast Informationen bekommen, die waren ganz wichtig, aber du hast auch Erfahrungen gesammelt. Jesus kam vorbei, da zeigte Johannes, der Täufer, mit dem Finger auf ihn und sagte, da, guck ihn an, der kommt von Gott. Er ist das Lamm, das für unsere Schuld stirbt. Von ihm habe ich gesprochen, als ich sagte, nach mir kommt einer, der schon vor mir da war. Er ist der Sohn Gottes. Zwei Schüler von Johannes hörten das, darum gingen sie hinter Jesus her. Jesus drehte sich um und fragte, was sucht ihr? Jesus, wo wohnst du? Komm und sieh. Okay, komm mit. Und sie kamen mit und sahen, wie Jesus lebte. Hey, wir haben den Messias gefunden, den Retter, den Gott uns versprochen hat. Da nahm Andreas seinen Bruder Petrus mit zu Jesus und sie kamen und sahen, wie Jesus lebte. Komm und sieh, folge mir nach. Philippus stammte aus dem gleichen Ort wie Andreas und Petrus. Er kam mit ihm und sah, wie Jesus lebte. Kurze Zeit später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, endlich haben wir ihn gefunden, von dem Mose und die Propheten sprechen. Es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nathanael war skeptisch und fragte, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Komm und sieh, überzeug dich selbst. Und Nathanael kam mit ihm und wollte es sehen. Da kam Jesus ihm entgegen und sagte, da kommt ein echter Typ. Hä, woher kennst du mich? Jesus antwortete, bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter den Feigenbaum gesehen. Herr, du bist wirklich Gottes Sohn. Zwei Männer sind interessiert und wollen mehr von Jesus wissen. Ob die in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, in der Schule das Thema hatten, wie ist die Welt entstanden, ob in der Nachbarschaft jemand eingezogen ist, der was anderes glaubt oder ein Freund gestorben ist, mit dem sie bisher Fußball gespielt haben. Ob sie überwältigt sind von Freude, weil ein Baby geboren ist, keine Ahnung. Sie laufen hinter Jesus her und wollen was von ihm. Kann sein, dass es dir so geht. Und die Einladung ist, komm und sieh, lass dich dann mal darauf ein, mit mir zu leben. Und dann ist da ein anderer, der will überhaupt nichts von Jesus wissen. Was, Nazareth? Das ist doch Pusemuckel, das ist gar nichts. Aber weil die anderen so begeistert sind, lässt er sich mal darauf ein. Kann sein,
dass dir das so geht. Und bevor er Jesus suchen kann, hat Jesus ihn schon gefunden. Glauben lernt man sehr, sehr oft durch andere Menschen, durch Vorbilder. Da ist die Oma, die betet, der Opa, der in der Bibel liest, der Papa, der ab und zu zur Kirche geht, obwohl das doch eigentlich Frauensache ist, die Freundin, die dich mitnimmt zur Jugendfreizeit, der Biolehrer, der so anders ist wie bei mir, dass er tatsächlich betet, obwohl er Wissenschaftler ist. Der Matze, mit dem du über deine Probleme reden kannst. Amy und Charlene, mit denen du irgendwie nach Hamburg gehen kannst. Der Arbeitskollege, der sich richtig mit dem Glauben beschäftigt hat, obwohl er nicht Pastor ist. Ich weiß nicht, ob du solche Menschen hast. Vielleicht ja auch nicht. Aber eine Sache bleibt. Komm und sieh. Komm und sieh. Überzeug dich selber. Leb doch mal den Alltag mit mir. Glauben ist Vertrauen. Glauben ist eine Beziehung haben. Glauben ist, sich ganz bei Gott fallen lassen können. Vielleicht kennst du auch Wachstumsstörungen. Du gehst zur Kirche und denkst, das ist hier sowas von weltfremd, was hier abgeht. Das hat nichts mit meinem Leben zu tun und spricht mich nicht an. Oder du gehst zur Kirche und merkst, das ist nicht weltfremd, sondern gottfremd. Das heißt, es ist zwar irgendwie angenehm hier und toll und ich finde das cool und ich gehe die Post ab, aber auf die Frage, wie werde ich glücklich in meinem Leben, wie kann ich damit umgehen, dass ich eine 6 in Mathe schreibe und dass meine Ehe kaputt ist und dass ich am Grab stehe, geben die hier überhaupt keine Antworten mehr. Vielleicht hast du Vorbilder, die dir vorleben, wichtig ist reich sein, wichtig ist schön sein. Vielleicht hast du Freunde, die dir vorleben, wichtig ist beliebt sein, das ist das Wichtigste, und die dich deswegen klein machen. Vielleicht ist deine Gesellschaft so geprägt, dass sie den Glauben nicht fördert. Jedenfalls, jeder von uns hat irgendetwas, ich auch, wo sein Glaube massiv gestört wird und Wachstum behindert wird. Und eine Sache finde ich sowas von gut und sowas von befreiend. In der Bibel steht nirgends, streng dich an, dass du wächst, aber nur wachst doch mal, aber nur wird doch mal größer. Sondern Wachstum ist ja etwas, was geschieht, was geschenkt wird. Ich sag mal, was automatisch passiert. Bleib in der Beziehung mit diesem Gott, der dir in Jesus begegnet. Versuch mit ihm zu reden und Dinge von ihm zu hören und in der Gemeinschaft zu leben. Du musst auch nicht ständig mit dem Zollstock messen. Bin ich jetzt so groß im Glauben oder so oder so oder so? Bin ich gewachsen? Ist völlig uninteressant. Hauptsache, du bleibst bei diesem Gott, der dir in Jesus die Freundschaft anbietet. So sagt Jesus das einmal. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben und wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann bringt ihr Frucht. Das kommt automatisch. Und wenn ihr diese Zweige nicht abschneidet, sondern mit Jesus verbunden bleibt, dann wird automatisch Frucht in eurem Leben wachsen. Vielleicht werdet ihr nicht überall Erfolg haben, aber es wird eine Frucht wachsen, die Gott schenkt. Und stell dir mal vor, im Himmel kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, ich danke dir, dass du damals für mich gewachsen bist. Ich danke dir, dass du mir damals etwas gesagt hast, dass du damals für mich gebetet hast. Das ist Frucht, die im Himmel noch eine Bedeutung hat. Und so hast du eine total wichtige Bedeutung für diese Welt, wenn du bei ihm bleibst und es wachsen lässt. Wasser wird Wein, blinde Seh, Brot wird vermehrt, Lamme geht. Wo bist du Herr, du allein? Licht scheint im Mond, Küster nah, Amen wird oft und gemacht. Wo bist du Herr?
bedeutet die Taufe? Wasser ist zum Leben da. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Wasser können die Pflanzen nicht wachsen. Ohne Wasser können die Menschen nicht wachsen. Wasser ist zum Waschen da. Mit Wasser waschen wir den Dreck und Schweiß am Körper ab. Nach dem Duschen sagen wir vielleicht, hey, ich fühle mich wie neu geboren. Es gibt auch ein religiöses Waschen. Dabei soll das Wasser nicht nur den Körper reinigen, sondern auch das Innere der Person. Es soll den Dreck des Lebens wegwaschen, die Schuld. So war es auch vor 2000 Jahren in Israel. Man konnte sich waschen, damit man wieder rein vor Gott dasteht. Und als Johannes der Täufer die Leute im Jordan taufte, hatte dieses Waschen noch eine radikalere Bedeutung. Wer im Jordan getauft werden wollte, der sagte damit: Ich will mein ganzes Leben total ändern. Ich denke daran, wie ich einmal vor Gott dastehen werde. Ich merke, wichtig ist nicht nur, was Menschen über mich denken, sondern was Gott über mich denkt. Ich will von nun an so leben, wie Gott es will, weil ich glaube, das ist auch gut für mich. Der Egoist in mir soll im Jordan untergluggern, im Wasser ermordet werden. Daher sagen wir, der ist über den Jordan gegangen und meinen damit, der ist gestorben. Den Leuten, die sich damals von Johannes im Jordan taufen ließen, war klar, das ist jetzt eine Wende in mein Leben. Das Alte stirbt, das Neue lebt. Dann waren die Jünger dabei, wie Jesus am Kreuz starb. Und am dritten Tag auferstand. Sie erlebten, wie er ihnen und anderen immer wieder begegnete. Mal im Zentrum in Jerusalem, dann ganz im Norden in Galiläa. Mal am See beim Fischen, dann wieder auf dem Weg nach Emmaus. Mal einen Einzelnen, dann wieder Hunderten. Er ließ sich anfassen, er aß mit ihnen, er erklärte ihnen so viel, über einen Zeitraum von 40 Tagen. Da wurde ihnen neu klar, was die Taufe ist. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist, so stirbt der Egoist in der Taufe. So wie Jesus auferweckt wurde, soll der Christ in uns leben. Die Taufe ist ein Mordwasser. Ermordet werden soll alles, was uns von Gott trennt. Die Taufe ist ein Abwaschwasser. Abgewaschen wird der Dreck des Lebens. Die Taufe ist ein Lebenswasser. Wir dürfen rein und froh nach vorne leben. In der Freundschaft mit Jesus Christus. Liebe Lea, liebe Laura, liebe Frieda, wenn ihr heute getauft werdet, dann wünschen wir euch dieses neue Leben. Wir taufen dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So wie wenn man streichelt, genau. So spricht Gott zu dir, Frieda. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Frieda. Du bist mein Wunschkind. Darum macht dein Papa dir jetzt ein Zeichen, ein Kreuz an der Stirn. Und am Brustkorb. Dein Denken und dein Fühlen sollen von Jesus Christus geprägt sein. Sein Friede sei mit dir. Wenn wir jetzt alles dunkel machen würden, und es ist draußen dunkel und Strom würde ausfallen, wenn wir jetzt eine Kerze anmachen, wer gewinnt, das Licht oder die Dunkelheit? Es gewinnt das Licht. Frieda, diese Kerze ist ein Zeichen dafür, dass Jesus ein Licht in deinem Leben angemacht hat. Frieda, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Laura, wir taufen dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So spricht Gott zu dir, Laura. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Gott sagt, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir und du bist mein Wunschkind. Friede sei mit dir. Weil du jetzt zu Gott gehörst, machen wir dir das Zeichen des Kreuzes an der Stirn. Unter deiner Brust. Dein Denken und dein Fühlen sollen von Jesus geprägt sein. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finsternis leben, sondern das Licht des Lebens haben. Diese Kerze ist für dich, Laura. Der Taufspruch, den du dir ausgesucht hast, Laura, steht im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lea, wir taufen dich im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
So spricht Gott, der Herr, der dich geschaffen hat und ganz doll lieb hat, Lea. Fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen Lea gerufen. Du gehörst zu mir, du bist mein Wunschkind. Darum nimm das Zeichen des Kreuzes an deiner Stirn, an deiner Brust. Dein ganzer Mensch, dein Denken und Fühlen sollen von Christus geprägt sein. Friede sei mit dir. Der Spruch, der dich begleiten soll, Lea: Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 20. Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis leben, sondern das Licht des Lebens haben. Diese Kerze ist für dich, Lea. Mein Schöpfer, steh mir bei, sei meines Lebens Licht und führe mich zum Ziel, wie es dein Wort verspricht. Lass mich Vertrauen fassen, auf dich mich zu verlassen. Ich möchte dir gehören und deinen Namen ehren. Mit dir zu leben macht mich frei, mein Schöpfer, steh mir bei. Gott, du bist der, der es wachsen lässt, der Schöpfer. Und du handelst durch Menschen. Ich will dir heute einmal Danke sagen für alle Menschen, die mir beim Wachsen geholfen haben. Meine Eltern, sie haben mich getragen und ernährt, gelobt und kritisiert. Ich durfte wachsen in ihrer Liebe. Mein Bruder, er hat mit mir gespielt und gestritten, gelacht und geweint. Ich durfte wachsen in seiner Liebe. Meine Freunde, sie haben mich begleitet und mir vertraut, zu mir gehalten und mich in Frage gestellt. Ich durfte wachsen in ihrer Liebe. Meine Lehrer, sie haben sich für mich interessiert und mir etwas beigebracht. Ich durfte wachsen in ihrer Liebe. Meine Kirche, in ihr lerne ich dich kennen, mein Gott. Ich erlebe Gemeinschaft und kann meine Gaben einsetzen. Ich darf wachsen in dieser Liebe. Mein Dorf, in Vereinen und Familien kann ich mich entfalten. Ich werde herausgefordert und habe ein Zuhause. Ich darf wachsen in dieser Liebe. Jesus, du bist selbst ein Baby gewesen. Du hast als Kind gespielt. Du bist als Jugendlicher deinen Eltern entwischt. Du hast erlebt, wie das ist. Erwachsen werden. Hilf mir dabei. Du siehst, ob ich Wachstumsstörungen im Leben habe. Hilf mir weiter, wo es hakt. Du siehst, wo ich im Glauben nicht weiterkomme. Schenk mir Wachstum in die richtige Richtung. Hilf uns, dass wir in dieser Corona-Zeit nicht verzweifeln, sondern daran wachsen. Hilf Laura, Lea und Frieda, die heute getauft wurden. Wir sind sowas von dankbar, dass es sie gibt. Mach aus ihnen Persönlichkeiten, die sie werden sollen. Ob wir jung sind oder alt, wir haben alle nötig, dass wir wachsen, zu dir hin, mit deinem Segen. Gott, unser Herr, segne uns und behüte uns. Er lasse sein Gesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Er erhebe sein Gesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.